Hallihallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Wir haben beim letzten Mal unten den Dicken gekillt und jetzt schauen wir mal, wie es hier oben weitergeht. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Okay. Da sind wieder diese komischen Puppen. Der hat da wohl bis nach ganz oben gebracht. Oh Gott. Ich hoffe, die laufen uns nicht gleich hinterher. Wenn es irgendwo dunkel wird. Und da haben wir wieder ein Fenster. So wie bei der Schule. Komm. Ja. Und wunderbar. Und da sind wir wieder draußen. Gut, wo geht's denn weiter? Was für eine grauenhafte Stadt. Und nicht so verlassen, wie wir gedacht haben. Wo sind wir hier? Oder besser gesagt, wo geht's hin? Sieht schon krass aus. Was ist das? Oh Gott. Schnell rein. Was ist das? Da oben läuft ein Fernseher, so wie sich das anhört. Schnell, wir müssen schauen. Das ist auf jeden Fall noch eine Person. Nicht ausgesaugt. So wie da drüber. Oh. Okay, das ist keine Person. Was zur Hölle ist das? Okay. Geht's uns gut? Hallo? Aufstehen. Okay, ich glaube, der ist hinüber. Eieieiei. Wo? Hier geht's nach oben. Oh, ich sehe schon. Oder? Ah. Ich dachte, die fällt um. Dass ich dann vielleicht die als eine Art Brücke nutzen kann. Aber da müssen wir springen. Okay, er reagiert nicht auf Licht. Ist aber trotzdem sehr dunkel hier. Ja, die sind ein bisschen süchtig, glaube ich. Die sind ein bisschen süchtig. Okay, biegen wir hier ab. Oh. Ist völlig abgedreht. Hilfst du mir nochmal? Danke. Selbst im Bad. Oh, was? Man fällt sogar hin? Oh, krass. Ah, komische Kopfform. Aber das haben wir auch bei dem einen schon gesehen. Der sieht wahrscheinlich nicht anders aus. Okay, das ist sowas wie ein Aufzug. Also, ich weiß schon mal Bescheid. Dann lass uns den Sprung wagen. Oh, das war knapp. Und Action. Nein. Oh, es geht nach oben. Wobei, wir sind ja eigentlich schon... Oh nein. Okay.
Wobei wir eigentlich schon... Ach, da oben ging es rein. Okay, ich sehe es gerade. Hä, Moment. Kommen wir hier wieder zurück? Nö. Ja, wobei jetzt noch hoch, weiß ich nicht, ob das so gut wäre. Wir sind ja schon auf der Oberfläche. Ja, Moment mal. Bleib mal hier stehen. Wobei, nee, das wird nichts bringen. Oh, oh Gott. Ups. Tschüss. Ich bin in Horror los. Und nochmal. Genau, alles in einem Schwung. Dann klappt das wie am Schnürchen. Und zack. Dass ich einfach rausspringen muss. Jo. Oh Gott, jetzt muss ich die alleine da oben lassen. Eieiei. Was kann ja wieder das geben jetzt? Wo sind wir jetzt? Okay. Na gut, da sind wir ja schon wieder. Jetzt müssen wir nur noch den Schlüssel finden. Das kann ja was geben. Hoffen wir mal, dass das uns nicht wieder fast dahin rafft wie beim letzten Mal. Das ist ein bisschen seltsam. Ah, warte mal. Muss ich da vielleicht... Oh, okay. Ich wollte es gerade erstmal nur ausprobieren. Ich dachte eigentlich die Box da vielleicht. Und dann... Aber bei den Hebeln muss ich dann... Müssen wir wahrscheinlich jetzt zusammen machen. Grüß dich. Kann ich dir eigentlich mal hochhelfen? Nee, das geht nicht. Okay. Dann hilfst du mir hier hoch. Was macht er das? Ist das sowas wie eine Weiterleitung? Moment. Und wieder nach oben. Wir werden das ein bisschen trainieren. Okay, der ist aber wieder oben. Hilf mir nochmal bitte. Dankeschön. So. Das geht nicht weiter raus. Und das bringt mir auch nichts. Wie sieht's denn hier drüben aus? Der ist jetzt immer noch unten. Komme ich da nicht mehr hoch? Nee. Hilfst du mich hier? Nee, du hilfst mir auch nicht da hoch, ne? Das sah gerade so aus. Hm, du läufst mir nur hinterher. Na schön. Müssen wir vielleicht hier ans Fenster oder so? Oder wir müssen beide in den Aufzug. Komm. Nee. Das ist auch nicht der Fall. Das hat ja auch eben hier so hoch gezeigt, ne? Oh, warte mal. Vielleicht doch nochmal runter. Nein! Oh Gott. Ups. Ich wollte eigentlich abspringen. Aber der ist leider nicht ganz gesprungen. Ist ja voll die Party. Dass sich nicht die Nachbarn beschweren. Oh. Ich hau jetzt noch, wenn ich da hochkletter. Ui. Oh, das war ein guter Sprung. Sind wir direkt hier drin. Eigentlich war ja hier nichts, ne? Das war doch nur die Zwischenwand.
zeigt mir wahrscheinlich jetzt wieder oben, oder? Nee. In dem Fall nicht. So. Ich mach mal wieder auf. Achso, da unten rechts war vorher auch schon Licht. Okay, ich hatte kurz überlegt, ob es vielleicht hiervon kam. Anderes aus. Das hat er ja eben oben gezeigt. Vielleicht. Auch nicht. Oh. Na schön. Das muss was mit dem Aufzug zu tun haben. Das muss irgendwas... Ah, ich habe sogar eine Idee. Ach Quatsch, nee. Nee, das war jetzt völlig falsch. Ich wollte schon sagen, jetzt kommen wir ja auf den Aufzug drauf, aber da waren wir ja schon vorher. Da war nichts hinter. Bin ich echt gerade ziemlich am Grübeln. Und der hier geht jedes Mal wieder hoch, wenn wir einmal fahren. Und hier haben wir aber auch nichts anderes. Oh, da oben ist so ein komisches Ding. Absolut verwirrend. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, hier ist noch irgendwas, ne? Aber der Raum in sich ist abgeschlossen. Und vollständig. Puh. Kann ich hier? Nee. Wir müssen auf jeden Fall da hochkommen, das ist klar. Wäre ganz cool, wenn ich da was sehen würde. Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht doch was mit dem Gitter zu tun haben könnte. Ich gehe nochmal runter. Und hol mir nochmal, geh nochmal ins Gitter rein. Oh, das war wieder knapp. Das ist nur das Fernsehprogramm, ne? So, dann wieder rüber. Nö, hier war wirklich gar nichts. Hä? Was ist da los? Ah, warte mal. Okay, nee, das war's auch nicht. Au. Das war's auch nicht. Das ist eine fiese Stelle. So, wir fahren nach oben. Wir springen wieder rüber. Ja. Ich weiß nicht, was es mit dem Hebel da auf sich hat.
Leider zeigt uns die Kamera auch nicht mehr so den Weg darüber. So. Okay, komm mal her. Komm her. Jo, ups, falsche Taste. Was ich auch interessant finde, ist, die bleibt zwangsläufig hier. Das heißt, es muss hier irgendwas sein. Ich laufe jetzt einfach mal komplett hier runter. Nee. Wo bin ich? Kann sich vielleicht mit den... Ja, mit dem Wassertropfen wohl auch nicht. Hey. Was ist denn, wenn ich die Dose einfach da rüber schmeiße? Das bringt auch nichts, ne? Irgendwie eine... Nee. Dass irgendwie wer eine Tür aufmacht oder so. Keine Ahnung. Ach, ich hab's. Jetzt habe ich gerade die Lösung. Das ist so einfach. Ich hatte gar nicht so unrecht. Mit meiner Idee. Dass ich drüber früher drauf gekommen bin. Wer weiß, vielleicht wisst ihr es auch schon. Aber dass ich da jetzt nicht drüber gekommen bin. Na gut, ist auch schon spät heute. So. Dann komm mal her. Ja, ist bereit. Da kommt unser Aufzug. Jo, und wir sind oben. Achso, ich muss hier hin. Nee, ich muss wirklich vorne dran. Und dann kommen wir da auch zu unserer komischen Figur. Glaube ich. Doch, ist korrekt. Hallo. Was auch immer du bist, da steckt eine Krähe drin. Oh Gott. Jetzt sind wir ganz oben. Aussieht. Oh, was ist denn das für ein Turm? Das ist der große Fernsehturm. Könnte gut sein. Ich finde das optisch echt genial. Ich finde es auch schön, dass das Spiel komplett auf Overlay verzichtet. Ach, da kommst du. Danke dir. Danke dir. Und nach drüben. Ja. Ach so, okay. Und lauf, 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 lauf. Direkt weiter. Okay. Und da müssen wir wieder zusammenarbeiten. Genau so habe ich es mir erhofft. Oha. Komm ich mit diesem Turm? Ich bin gespannt. Das werden wir bestimmt noch herausfinden. Kommst du? Ich kann dich gar nicht rufen, wenn ich kletter. Okay. Und da geht's wieder rein. Okay.
Da kracht auch gleich was. Oh oh. Oh nein. Da bricht alles zusammen gerade. Jo. Okay. Oh oh, das Haus fällt. Nein, ich will ihn. Nein, oh nein, oh nein. Das war verdammt knapp. Ach du Kacke. Oh nein. Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat, und wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.